Herzlich willkommen zum Online-Chat. Gleich sind alle Fragen willkommen. Und bevor wir loslegen mit Fragen, falls es welche gibt, lade ich uns alle ein, mal die Umgebung hier so ein bisschen zu, ja, abzuchecken, Orientierung zu gewinnen. Die meisten von uns wollen halt die Dinge am liebsten mit dem Verstand lösen, aber viel Lösung geschieht, wenn Orientierung stattfindet. Und viele von uns wissen das nicht, dass die Information der Augen oder der Sinnesorgane direkt zum Stammhirn kommt. Und in dem Stammhirn wiederum werden die ganzen Flucht- und Kampf- und Einfrierimpulse eingeleitet. Und das sind unbewusste Vorgänge, die kriegen wir bewusst nicht mit. Wenn aber unser zentrales Nervensystem über die Augen und Ohren und Nase, Geschmack und Tastsinn die Information bekommt, dass hier gerade keine unmittelbare Gefahr droht, dann kann unser Nervensystem oder unser Körper dann viel leichter entspannen. Weil wenn hier Gefahr wäre, dann wäre es gar nicht gut, dass unser Körper entspannt, weil dann wäre es gut, wenn der Körper abhauen kann oder kampfbereit ist. Und ich lade dich ein, wenn du anfängst, in die Orientierung zu gehen, nachzuspüren, was geschieden im Erleben. Was zum Beispiel, was geschieht mit dem Atem, wenn da überhaupt irgendwas geschieht damit? Was geschieht mit dem Kontakt zur Erde? Was geschieht in Armen und Beinen? Kannst du ja mal ein bisschen überprüfen. Und es ist ja nicht anstrengend, ja, sich einfach ein bisschen zu orientieren und dabei zu erforschen, was für eine Auswirkung hat es. Auf das, was du wirklich bist, hat es überhaupt keine Auswirkung, weil auf das, was du wirklich bist, hat nichts irgendeine Auswirkung. Aber auf das, was du erfahren kannst, hat das vielleicht eine Auswirkung.
Vielleicht bemerkst du auch, dass deine Aufmerksamkeit weggeht zum Denken, zum Lösungen finden. Wenn du das merkst, komm wieder zurück zu dem, was du siehst, hörst. Und dann eventuell bemerken, dass all das, was gesehen wird, also alle Farben und Formen, all das, was gehört wird, das wird irgendwie wahrgenommen. Es kommt irgendwie ins Bewusstsein. So all das, die ganze Welt wird sozusagen gesehen oder gehört oder bemerkt mit. Nur das, was die Welt bemerkt, das wird irgendwie nicht bemerkt. Jedenfalls nicht mit den Sinnesorganen. So, das heißt, das Subjekt selbst, also du, das, was du bist, hier und jetzt, das wird über die Sinnesorgane nicht bemerkt. Das heißt, das, was du bist, ist keine Sinnesempfindung. Während all das, was du siehst, eine Sinnesempfindung ist und hörst und riechst und schmeckst, tastest. Ja, und wenn du gerne mit mir in Kontakt kommen möchtest, dann lass es mich wissen. Du kannst mit mir still sein. Du kannst mit mir sprechen. Es gibt keine Notwendigkeit, sich ein Problem oder eine Frage zu kreieren, um mit mir in Kontakt zu kommen. Also die Möglichkeit auch einfach zu sagen, ich will nur deine Aufmerksamkeit, wenn du sie willst, ich weiß es nicht. Satsang heißt ja Wahrheit, Sat, Wahrheit und Sang, Gemeinschaft, ja? Zusammen der Wahrheit begegnen. Die Wahrheit ist das, was bleibt.
Aber wozu eigentlich die Wahrheit wissen oder die Wahrheit sein? Was bringt es für Vorteile? Ja, keine Ahnung, ob es Vorteile bringt. Bringt es denn Nachteile? Wenn es in dir eine Sehnsucht gibt nach Frieden oder Freiheit oder Stille, Liebe, wenn es diese Sehnsucht gibt, dann würde ich sagen, hat die Wahrheit Vorteile. Also irgendwas ist jetzt hier, das beobachtet das Geschehen, würde ich mal sagen. Wir können überprüfen, erforschen, erkunden, wie ist das oder wie ist die Qualität dessen, das hier jetzt beobachtet? Gewohnheitsmäßig ist die Aufmerksamkeit eher auf dem, was beobachtet wird und damit verbunden, irgendwie etwas damit machen zu wollen. Meistens das irgendwie verändern, ne?
Gaia, es hat eben so ein bisschen Klick gemacht, wie du gesagt hast, deine Aufmerksamkeit. Irgendwie habe ich die gerne. Ich erinnere mich, weil ich glaube, es war das vorletzte Mal, da, ja, da hast du ein bisschen mit mir in Anführungsstrichen gearbeitet. Und das hat also irgendwie hat das eine Auswirkung für Tage gehabt. Welche Auswirkungen hat es gehabt? Ja, du hast mich gefragt, was ist jetzt hier, also die Stille oder, und das kann ich mich zwar auch selber fragen, aber wenn du machst das mit so einer, wie soll ich sagen, mit so einer Hingabe, so eindringlich, und dann war es für Tage irgendwie leichter, einfach zu der Stille, die immer da ist, die, ja, ich war selber überrascht, dass die eigentlich fast immer da war. Und vor allen Dingen, wie leicht erreichbar, irgendwie dahin zu switchen. Und das war natürlich sehr angenehm. Ja, gerne. So gerne gebe ich dir, wenn ich so aufrichtig gefragt werde, gebe ich so gerne meine Aufmerksamkeit. Das ist ja nicht mal meine. Die Aufmerksamkeit, die es gibt. Und egal, was hier jetzt gerade ins Bewusstsein kommt, ja, oder sie auftaucht. Es klingt immer so komisch, auftauchen oder ins Bewusstsein kommen, aber es ist ja so, ne? Du, wie soll ich mal sagen, das, was hier ist, sieht man ja erstmal nicht. Und jetzt taucht es erst sozusagen über das Sinnesorgan im menschlichen Bewusstsein auf. In dem, was ich wirklich bin, ist es schon, da gibt es das gar nicht, ne? Dass da irgendwas auftaucht oder nicht. Da ist alles drin. So, und hier jetzt ist dieses Bewusstsein, was sozusagen die Kapazität hat, wahrzunehmen oder bewusst zu sein. Das ist jetzt hier. Das ist nicht das, was gesehen wird, nicht das, was gehört wird, nicht das, was gedacht wird. Ich weiß nicht mal, ob das Bewusstsein ist, aber es hat auf jeden Fall die Kapazität, bewusst zu sein. Von daher könnte man es Bewusstsein nennen, aber es gibt ja nicht sozusagen das Bewusstsein als eine Sache, so wie es das von mir aus das Gehirn gibt oder so. Also du verstehst unter Bewusstsein die Fähigkeit wahrzunehmen. Genau, genau. Ohne Bewusstsein können die Dinge, die die Augen aufnehmen und das Gehirn verarbeitet, nirgendwo auftauchen. Und hier und jetzt wird ja beobachtet, ja, wir können es ja irgendwie nicht abstreiten. Ne? Es wird ja irgendwie bemerkt oder beobachtet, dass hier Licht ist und Formen und so, das ist ja auch eine Form, ne? Und Licht. Riecht. Und häufig haben wir ja so eine Identifikation mit, ja nicht mal unbedingt sogar mit dem Körper, weil wenn du dann den Menschen fragst, was nimmst du denn eigentlich wahr gerade von deinem Körper, dann ist es eigentlich so gut wie nichts.
Wir nehmen viel mehr wahr, was wir über den Körper denken. Oder über alles Mögliche denken. Ja. So. Und auch das wird ja beobachtet. Das Denken, der Körper. Heißt das, was ich wirklich bin, wenn die Prämisse stimmt, dass ich nicht die Erfahrung bin, dann ist das, was ich bin, irgendwas anderes. Und zwar jetzt hier. Und es gibt auch die menschliche Fähigkeit, darüber Gedanken zu haben und über die Gedanken nachdenken zu können. Auch das ist irgendwas, was beobachtet wird. Und wenn das, was beobachtet wird, wir wissen ja, das bin ich nicht. Wenn das die Form, die gerade beobachtet wird, weg ist, bin ich ja immer noch hier. Was immer ich bin. So, wenn all das, was beobachtet wird, wenn dem für einen Moment die Aufmerksamkeit entzogen wird, um zu überprüfen, was ist denn sonst noch hier? Dann, wie soll ich mal sagen, dann ist aus der Erfahrung, die ich mit den meisten Menschen habe, wenn wir zusammen untersuchen, kommen wir an irgendeinen Punkt, wo das, was dann das Denken darüber sagen kann, keinen Sinn mehr macht. Ja, erst ist da das, also erst bin ich mehr fokussiert oder war ich mehr fokussiert. Und wenn ich das, wie du sagst, versuche zurückzunehmen oder das geschehen lasse, wie auch immer, dann geht ein bisschen die Fokussierung weg. Also irgendwie, dann ich nehme ich selber den Stuhl wahr, wo ich drauf sitze, gleichzeitig mit dem, was ich sehe, dass ich den Monitor und euch sehe und mich sehe. Ist das die richtige Spur? Ja, genau. Das ist alles. Es ist alles gleich. Es ist null getrennt voneinander. Das ist nur dadurch, dass wir dem Wort, den irgendwelche Namen geben, ne, den Dingen, die gesehen werden, es folgt ja so eine Art von Trennung. Aber die ist nicht real, ne, diese Trennung. So, das Bewusstsein sozusagen, das ist ja nicht getrennt von dem, was auftaucht. Kann ja gar nicht, ja? Wie soll? Bewusstsein ist ja formlos. Und es ist, wie gesagt, es ist wirklich so. Es ist alles hier. Gleichzeitig. Ja, es ist so ein bisschen nach innen ziehen.
Aber es ist jetzt nicht beobachten im Sinne von, da ist ein Beobachter. Wunderbar. Ja, wunderbare Beschreibung. Erlebst du in irgendeiner Form irgendwas Anstrengendes gerade? Ja, es ist schon im Hintergrund auch so ein bisschen, es richtig und gut machen zu wollen. Okay, das ist ein Muster, ne? Ja. Ja, das siehst du, ja. Du könntest ja mal überprüfen, was musst du leisten oder wie gut musst du sein, um hier zu sein? Ja, immerhin sollte die Identifikation oder den Fokus auf den Ich-Gedanken, der sollte in dem Moment vielleicht ein bisschen schwächer sein. Dann müsste ich die Frage nochmal anders stellen. Gibt es irgendeine Leistung zu vollbringen, um jetzt hier zu sein? Nee, jetzt hier ist klar, ist immer von alleine da. Aber der große Unterschied ist ja, wo der Fokus ist, also oder ob da ein Fokus ist. Ja, genau, wie die Aufmerksamkeit, genau. So, und du siehst sozusagen aus einem anstrengungslosen Raum heraus, sage ich mal, da irgendwo so ein Muster, ja, es gut zu machen oder richtig zu machen, ne? Was eine Anstrengung ist irgendwie. Ne? Weil in Wirklichkeit gibt es fürs Sein oder fürs Hiersein nichts zu tun. Ne? Es ist gegeben. Und mit unserem häufigen Anspruch, gut sein zu müssen oder perfekt, am besten noch besser perfekt als gut, was wollte ich Ihnen sagen? Mit dem Anspruch, perfekt und gut sein zu wollen. Kommt irgendwas Anstrengendes rein, ne? In dieses Anstrengungslose. So, und das ist etwas, was wir dieses gut sein müssen oder perfekt sein müssen oder wollen. Das ist einfach etwas, was wir ganz früh gelernt haben, um damit die Aufmerksamkeit von unseren geliebten Eltern zu kriegen oder die sich eben gekümmert haben um uns. Und meistens ist dann dieser Versuch fehlgeschlagen. Und das Schöne ist, wenn man hier erkennt, es gibt überhaupt keine Leistung zu vollbringen. Ich bin hier. Das Universum lehnt mich nicht ab, das Bewusstsein lehnt mich nicht ab, nichts lehnt mich ab, außer die Gedanken, die da erscheinen so und sagen, ich muss noch ein bisschen besser sein, dann kann ich wirklich hier sein. Ne? So, das ist das, was als Anstrengung erlebt wird.
Ja, es ist, wie soll ich sagen, die Anstrengung ist nicht so gravierend oder die steht nicht so im Vordergrund, weil wenn ich versuche, dahin zu gehen, wo kein Inhalt ist, wie du das eben, glaube ich, gesagt hast, also ich habe das so verstanden. Dann. Leider ist dein Internet gerade etwas schwach, so dass ich dich nicht ganz verstehen konnte, was du gesagt hast. Okay. Dann nochmal. Ja, eigentlich ist es nicht so eine Anstrengung, weil wenn ich irgendwie, wenn das passiert, dass ich dahin gehe, wo nicht der Inhalt ist, also wo du sagst, das Bewusstsein ist, was wahrnimmt, dann ist eben dieses Gutsein wollen, ist ja dann schon Teil, das wird dann schon gesehen. Das Gutsein wollen ist auch etwas, was du wahrnimmst. Was ich wahrnehme, genau. Das ist quasi abgespeichert. Das ist eine Erinnerung, und ist eine Überlebensstrategie gewesen, ja? Weil wenn du damals gut warst, dann hast du die Aufmerksamkeit gekriegt, ja? Also ich glaube, ich kann da jetzt einfach mit sein und bleiben. Wunderbar. Dann können wir es hier erstmal so lassen. Und falls du irgendwann das Gefühl haben solltest oder das erleben, huch, jetzt ist es weggeflutscht, dann bin ich da. Und wir schauen Ja. wieder hin, ob es wirklich weg ist. Ja, schön. Danke. Danke auch. Ja, hallo Tom. Du hättest gern meine Aufmerksamkeit. Leider sehe ich dich hier nirgendwo. Und vielleicht bist du irgendwie Facebook oder im YouTube dabei. Und du kannst dich aber auch in diesen Zoom-Link einklicken, der auch auf meiner Webseite steht. Und dann könnte ich dich sogar direkt hier sehen. Und dann ist es natürlich auch viel leichter, dir die Aufmerksamkeit zu geben. Aber du kriegst sie jetzt auch so und kannst für dich erkunden, was es oder ob es irgendwas bewirkt in deinem Erleben.
Was erlebst du dann? Und Stille absorbiert. Ja, hier kommt die nächste Frage von Liam Arndt. Ich habe eine Frage zu Trauma und Satsang. Ich habe mich jetzt vielen Jahren Satsang gewidmet und bin jetzt an einem Punkt, wo ich Traumatherapie anfangen möchte. Irgendwie ist es verwirrend, weil mal gucken, ob die Begründung noch kommt. Zwischendurch schreibt Tom, dass es wunderbar angekommen ist. Okay. So, dann geht es mit Liam weiter. Herr Liam, weil es doch im Satsang um das geht, was über die kleine Person und ihre Probleme hinausgeht. Aber ich habe das Gefühl, allein mit Satsang geht es für mich nicht weiter. Kannst du etwas dazu sagen? Ja, das kann ich und das mache ich auch sehr gerne. Und manchmal ist meine Sprechweise ein bisschen langsam und mit vielen Pausen. Tut mir leid, das kommt hier so. Ich kann mir auch nichts dafür. Das, was du wirklich bist, Sat, die Wahrheit, ne? Ist das, was bleibt. Das ist formlos. Also heißt, wenn es formlos ist, ist es riesengroß. Und überall. Dann kann über Selbsterforschung erkannt werden, das, was ich wirklich bin, ist nicht die Erfahrung, die hier stattfindet. Aber die Erfahrung, die hier stattfindet, ist etwas, was du bemerkst. Und diese Erfahrung hier, dieser Organismus, dieser Körper, Geist,
Konstrukt hier hat bedrohliche Situationen erlebt in der Vergangenheit. Und über diese bedrohlichen Situationen musste der Organismus irgendwas finden, um diese Bedrohung zu überwinden, zu überleben. Und hat Überlebenstechniken entwickelt oder Taktiken. Und wendet häufig diese Überlebenstaktiken an, jetzt auch im Erwachsenenalter sozusagen, obwohl diese Überlebenstechniken oder Taktiken gar nicht vonnöten sind. So viele davon haben sich so in das Unterbewusstsein eingespeist und laufen ständig ab. Was dann bewirkt, dass zum Beispiel Menschen, zu denen ich jetzt eine Zuneigung habe oder die ich mag, auf einmal so behandle, als wären sie mein Feind. Aufgrund von irgendeinem Auslöser, der meistens unerkannt ist. Es kann ein Geruch sein, es kann eine Gestik sein, es kann irgendwas sein. Und das Nervensystem wird erinnert an eine bedrohliche Situation und handelt dann dementsprechend. Weil häufig hört dann die Orientierung auf, zu gucken, ist hier wirklich eine Bedrohung? Oder fühlt sich das gerade nur so an? Oder ist eine Erinnerung an eine bedrohliche Situation? Und das ist das, was man in der Traumatherapie dann lernen kann. Das, was du wirklich bist, das Bewusstsein selbst, wenn man es mal so nennen möchte, ist vollkommen unberührt von jeglichem Trauma, von jeglichem Krieg, von jeglichem Schmerz. Vollkommen unberührt. Und wenn wir da ruhen und verweilen können, wunderbar. Wenn aber dieser Organismus ständig so reagiert, als wäre hier eine Gefahr, obwohl gar keine da ist, dann ist das Leben eine Qual, könnte man sagen. Und da kann die Traumatherapie helfen und kann dir Werkzeuge an die Hand geben, um in diesen Notsituationen schnell etwas zu finden, was das Nervensystem reguliert. So, man könnte sagen, das Nervensystem ist die ganze Zeit von morgens bis abends, also vom Aufstehen bis zum Schlafen, damit beschäftigt zu regulieren, ja, eine Ausgewogenheit zu regulieren, eine Balance zu regulieren. Ja. Und diese Arbeit des Balancierens fällt weg, wenn es in Balance ist. Und viele Menschen, die Traumatisierungen erlebt haben, suchen Erlösung oder Befreiung im Satsang. Und das kann auch eine Befreiung und Erlösung sein, wenn erkannt wird, wow, die ganzen Muster, die hier ablaufen, die bin ich gar nicht wirklich. Ne? Ach ja, da kann erstmal was ganz erleichtert bemerkt werden, nämlich, das hat mit mir gar nichts zu tun. Das sind Muster. Kann es aber sein, dass diese Muster so starke Aufmerksamkeit ziehen,
dass die Erkenntnis, das bin ich gar nicht, verschwindet. Und auf einmal bin ich das doch. Und dann geschieht der Überlebenskampf. Vielleicht haben dir die paar Sätze, Lia, geholfen, dann etwas mehr Verständnis zu haben. Und über eine kurze Antwort oder Reaktion bin ich dir dankbar. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Hier kommt gerade eine Info von Devasetu, dass YouTube hängt immer so 2 bis 3 Minuten nach. Das heißt, die Rückmeldung, falls es eine gibt, kann etwas länger dauern. Das heißt, hier, wenn hier Fragen auftauchen, eben direkt im Zoom-Chat seid ihr, könnt ihr gerne fragen.
Dein Ton ist schon an. Ja, aber jetzt ist doch doch was im Chat von YouTube gekommen. Jetzt tue ich das dir erstmal hier rein. Okay. Bei Zoom. Also, die Lia schreibt, das hat mir schon geholfen, danke. Es geht irgendwie auch darum, dass ein bisschen ein Schock ist, meine Ausrichtung rein auf Satsang aufzugeben, diese Identität als, dann hört es wieder auf. Wie soll ich mal sagen, da kann ich schon was dazu sagen, die Ausrichtung auf Satsang muss überhaupt nicht aufgegeben werden. Satsang heißt Zusammensein in Wahrheit. Das muss nie aufgegeben werden. Und aus diesem Bewusstsein heraus erkennst du sozusagen, dass es Muster gibt, die sich immer wieder wiederholen und dem ja, dir und deinen Mitmenschen, aber höchstwahrscheinlich erstmal dir, einfach nicht gut tun. Ne? So, und da ist auch das Erkennen da, dass das Ausrichten auf Bewusstsein zwar etwas bringt, was Stille und vielleicht Frieden erscheinen lässt, sozusagen, oder das Gefühl von Stille und Frieden erscheinen lässt. Aber es sozusagen nicht permanent ist. Weil die Überlebensmuster beginnen. Und wenn das Überlebensmuster hier stark aktiv ist, dann ist Meditation, wie soll ich mal sagen, schwierig. Weil hier ist es die Information, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Und bei Meditation ist die Ausrichtung, ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bleib hier, ich bin hier. Und innen drin ist die Information, aber ich muss hier weg, ich muss aber hier weg. Und hier oben sagt, nein, bleib, bleib, alles ist nur Illusion, bleib, es ist nichts echt. Innen drin sagt, nee, 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 weg hier, weg hier. Oder ich stelle mich gleich tot. Das ist der Konflikt. Okay. Die Identität als spirituelle Sucherin in etwas Neues hineinzuspringen mit komplett ungewissem Ausgang. Der Ausgang ist immer ungewiss. Immer. Keiner von uns weiß, wie es gleich weitergeht. Es gibt keine Garantie. Das Einzige, was garantiert ist, ist, dass du hier bist. Okay, so, da schreibt die Christina, lieber Geier, dürfte ich in Stille deine Aufmerksamkeit bekommen, bitte. Aber gerne. Ja, ich so schön gebeten werde. Kann man ja nicht Nein sagen. So, ich habe dein Bild groß gemacht. Und wenn irgendwas auftaucht, ja, wir müssen jetzt nicht nur, weil du
um stille Aufmerksamkeit gebeten haben, da dran hängen bleiben. Wenn irgendwas auftaucht, was gesprochen werden möchte, gern. Und jetzt bin ich still. Ja, Geier. Ja. Ich wollte mich ja noch mal melden. Hi. Hi. Eben die Aufmerksamkeit eben nicht zum Inhalt zu lenken, sondern bewusst dahin, wo es wahrnimmt, was wahrnimmt. Da kommt dann auch so ein bisschen das Gefühl, funktioniert es denn dann noch? Mache ich dann noch das Richtige? Also. Ja, es gibt ja gar keinen hier, der irgendwas macht, der irgendwas richtig macht oder falsch macht. Das sind nur Gedanken, die da auftauchen. Ich mache ich's richtig, mache ich's falsch. Und es fühlt sich auch so an, als gäbe es ein Ich, das die Aufmerksamkeit irgendwo hinlenkt. Es fühlt sich aber auch nur so an, da gibt's kein Ich, dass die Aufmerksamkeit irgendwo hinlenkt oder irgendwas tut. Hier gibt es Handlung, aber keinen, der diese Handlung macht.
Und wir haben das so gelernt, dass wir die Handelnden sind. Das wurde uns so beigebracht, von klein auf. Was handelt, ist hier irgendwie ein Organismus, der handelt. Die ganze Zeit handelt er. Mal mehr sichtbar, mal weniger sichtbar. Und zu dem richtig oder falsch machen, mache ich dann die Dinge noch richtig oder falsch. Die Dinge geschehen so, wie sie geschehen, und dazu kommt sozusagen eine Erfahrung von Stille. Diesen Drang, es richtig machen zu wollen oder gut oder perfekt, ist nichts weiter als ein Überlebensmuster. Und die Überlebensmuster haben alle funktioniert, wie wir merken. Die sind auch nicht verkehrt oder falsch. Die erzeugen nur in Momenten, wo es nicht notwendig ist, Stress. Hi. Hi, sage ich jetzt einfach mal. Das sind auch nur Begriffe. Und der Verlust davon ist natürlich traurig. Und in diesem Fühlen des Gefühls kann sich so viel davon verabschieden.
Ja, alles zu seiner Zeit. Ne? Ist wirklich nicht mehr nötig. Ja, wunderbar. Das ist wunderbar, das zu erkennen. Und mehr braucht schon gar nicht getan werden. Ne? Ja. Gar nichts. Danke. Danke auch. So schön. Danke. Hier sind zwei Chats. Stefanie fragt, geschieht Handlung entsprechend den geglaubten Gedanken? Handlung ist eine Mischung aus Gedanken, Gefühlen und Empfindungen, die hier die ganze Zeit ablaufen. Und aus dieser Mischung entsteht die nächste Entscheidung oder Handlung. Und wenn wir genau hinschauen, dann können wir feststellen, zumindest geht mir das so, wenn ich genau hinschaue, dass weder die Gedanken noch die Gefühle noch die Empfindungen unter meiner Kontrolle stehen. Sie werden einfach gedacht, gefühlt oder empfunden, so wie es ist. Das heißt, wenn man das ein Stück weiter denkt, dass die nächste Handlung ganz automatisch passiert. Hier ist keiner. Hier ist einfach keiner, der das macht. Das kann zweierlei oder mehrerlei Auswirkungen haben, diese Erkenntnis. Bei manchen löst es Panik auf. Hilfe, ich habe gar nichts mehr unter Kontrolle. Bei manchen löst es aus ein tiefes Vertrauen in das, weil es geschieht sowieso das, was geschieht, und es kann gar nicht anders. Also es, je nach Konstitution kann das auch wieder verschiedene Auswirkungen haben, diese Erkenntnis. Fakt ist, wenn wir nach jemandem suchen, finden wir keinen. Ne? Wir finden nur Definition. Ist damit die Frage für dich geklärt, Stefanie? Gut, dann haben wir hier noch. Die Kirsten würde gerne noch was fragen, wenn es passt. Ja, es passt. Wir haben noch 12 bis 13, 12 jetzt Minuten. Aber du kennst mich ja. Ich lege auch gerne noch eine drauf, wenn es sein muss. Gaia. Kommt mein Ton an? Ton kommt an, Bild kommt an. Meine Frage eigentlich hat sich eben schon eigentlich jetzt nochmal in deiner letzten Antwort selbst beantwortet, aber ich würde das gerne nochmal ja richtig klar haben und durchsprechen. Gerne. Ich bin hier draußen ja total im Frieden. Ich bin raus aus allem. Ich bin ganz viel in Stille und einfach im Frieden. Das ist wunderbar. Und trotzdem lässt sich so eine kleine Stimme immer mal wieder vernehmen. Ich meine, das ist aber total egoistisch, was du hier durchziehst. Ne?
Du müsstest doch eigentlich. Aber was du eben gesagt hast, das hat mich irgendwo, ja, es zeigt genau diesen blinden Fleck auf. Quatsch, Egoismus, weil da ist keiner. Also ist Egoismus ist auch wieder nur eine Idee, Konzept, altes Muster oder was auch immer, an dem sich wer auch immer festhält. Ich weiß es nicht. Ja, es sind alte Denkstrukturen. Und wir sehen ja auch in der momentanen politischen Situation, sage ich jetzt mal so ganz dezent, wie Egoisten verteufelt werden. Ne? Ja. So, wenn du jetzt keinen Frieden und keine Stille genießen würdest da draußen, wo du gerade bist, und stattdessen oder zusätzlich, egal wie man es nennt, angespannt wärst in Sorge und Angst um dich und deine Mitmenschen und überhaupt die Welt, wem würde es dienen? Wem würde das helfen? Natürlich, niemandem. Niemandem. Aber trotzdem bleibt da auch immer wieder die Frage, wie könnte ich denn irgendwem dienlich sein? Wie könnte ich helfen? Wie könnte ich... Ja, es kommt drauf an, bei was, ne? Also zum Beispiel, mir warst du ja sehr oft schon behilflich. Sehr, sehr oft. Ja? Dafür danke ich dir auch von Herzen. Ja, weil du kannst Sachen, die ich nicht kann. Zum Beispiel irgendwie Texte lesen und die irgendwie so hinbringen, dass sie dann auch lesbar sind und fehlerfrei. Alle, die mal mein Buch lesen wollen, ne, Kirsten ist ein Hauptbestandteil dieses Buches, weil sie das in lesbare Form gebracht hat. Und auch selbst Pevaseto ist ein großer Anteil, dass dieses Buch überhaupt mal in Angriff genommen wurde, weil er mir geholfen hat, die ganzen Texte zu sammeln und in eine gute Reihenfolge zu bringen. Ja, so kann man auch sehen. Es sieht zwar so aus, als habe ich das Buch geschrieben, aber es stimmt ja gar nicht. Ganz viele Dinge waren dafür notwendig, damit es dahin kommt. So, das heißt, du kannst vielen Leuten bei bestimmten Dingen helfen, aber nicht dabei, dass sie glücklich sind. Aber du kannst, wenn Leute zu dir kommen und sagen, Mensch, Kirsten, ich sehe irgendwie, du bist glücklich hier oder im Frieden oder still, kannst du mir zeigen, wie du das machst, dann kommt der Punkt. Also genau das erfahre ich tatsächlich nicht, sondern im Gegenteil. Wie kannst du denn hier jetzt so total im Frieden und stehen, wo die Welt rundherum in Flammen aufgeht? Und dann stehe ich da ehrlich gesagt und weiß nichts zu sagen. Ja, aber was soll man da auch sagen? Das ja, weißt du auch nicht. Weiß ich auch nicht, wie das geht. Es ist so. Und wenn ich mich so richtig umschaue, steht die Welt eigentlich nur im RTL in Flammen, ne?
Ich meine, es ist ja schon ein Größenwahn letztendlich, wenn wir Menschen denken, wir könnten irgendwie die Natur besiegen. Ne? Also ein Krieg gegen ein Virus oder gegen ein Klimawandel. Also ich meine, das ist ja schon grotesk. Ja? Wie, in was für Größenwahn die Menschen angekommen sind. Unglaublich. Und wenn jemand damit im Frieden ist, dann wird er auch noch attackiert. Frag doch das nächste Mal, was soll ich denn sonst, was soll ich denn besser machen? Was soll ich tun? Die Welt steht in Flammen, die geht unter. Was soll ich tun? Ja, so diese Wunsch oder das Bemühen, dass es mir gut geht, dass ich im Frieden bin. Dass das so im Vordergrund steht, vor allem anderen, fühlt sich einerseits eben irgendwie komisch an, irgendwie eben nicht richtig, aber andererseits letztendlich das einzig Jetzt ist dein Internet gerade gestört. Ich höre dich leider nicht mehr. Ah ja, ich sehe es gerade. Es ist, also für mich zu sorgen, ist ja letztendlich das Einzige, was ich tun kann. Und ja, und wie du eben gesagt hast, was mir so das irgendwie auch deutlich gemacht hat, da ist ja sowieso, da ist kein Handeln da. Also ich tue es nicht für mich, ich tue es. Es wird getan, ne? Es wird getan, es, ja, genau. Ja. Und ich freue mich, das zu hören, dass der Effekt ist, dass du im Frieden bist. Wird getan und du bist im Frieden. Und klar sorgst du für das Wohlgefühl deines Organismus. Ja? Das ist doch, wer macht das nicht? Ne? Und es scheint so zu sein, es gibt mehr und mehr Menschen, die den Zugang haben und da verweilen können. Was ich sehr positiv finde. Ist dir jetzt das klarer geworden noch? Ja. 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 Mir kommt nur gerade wieder in den Sinn, wie das alles angefangen hat. Dass du mir gesagt hast, vergiss alles, was du jemals gelernt hast. Aber nur für das Finden der Wahrheit, ja? Denn beim anderen Rest
kannst du das ruhig nutzen, ne, was du gelernt hast. Behalte ich. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Schön. Freue mich, dich wieder mal zu sehen, seit langem. Ja. Du bist nicht in Portugal gerade, oder? Doch. Ja. Dachte schon, Mensch, sitzt sie draußen und hat nicht mal irgendwie eine dicke Jacke an. Nee, aber ein Schal. Aber ein Schal. Ja. Wo bist du? Ich bin in der Nähe von Lagos. Ah, okay. Ja. Naja. Schön. So, hier ist noch was im Chat. Da schaue ich da mal. Lia sagt nochmal vielen Dank, Kaya. Und Devasetu, ich fand, deine Antwort an mich war sehr allgemein gehalten. Aber anders geht es wohl in dem Rahmen nicht. Und du kennst mich ja auch nicht. Werde es mir noch mal in Ruhe anhören. Und ich hoffe, es wird die Aufzeichnung geben. Ja, das ist so. Wenn die Frage sehr allgemein ist, kann die Antwort auch nicht sehr spezifisch sein. Das ist einfach so. Und Samuel schreibt hier noch, dass die Welt demnächst untergeht, ist seit 5000 Jahren hinlänglich bekannt. Sunshine, Sunshine. Bei mir ist es gerade so, dass ich nicht diesen Frieden fühle und mir Sorgen mache, wie du gerade gesagt hast, und es nützt mir nichts. Hast du bitte einen Rat, wie es gelingt, da immer wieder rauszukommen? Ach so, Sunshine, Sunshine ist schon der nächste, oder wie ist das? Ja, wahrscheinlich. Das kann man hier schlecht erkennen gerade. Bei mir ist es gerade so, dass ich nicht diesen Frieden fühle. Ja, weil Frieden auch kein Gefühl ist. Frieden ist das Wesentliche. Frieden ist das, was du bist. Und es ist kein Gefühl. Es kann auch ein Gefühl von Frieden auftauchen, das kennen wir auch alle, und häufig ist das etwas, an dem wir festhalten, ein Gefühl von Frieden. In dem Moment, in dem wir dran festhalten wollen, verschwindet es. Es verschwindet und dann wollen wir noch mehr dran festhalten. So ist es mit Gefühlen. Aber Frieden an sich ist kein Gefühl. Frieden ist dein natürlicher Seinszustand. Sorge hat immer mit Zukunft zu tun, nicht mit Sein. Ne? Was durchaus berechtigt ist. Ja? Es gibt Sorgen und es gibt auch hier Sorgen. Nur es nutzt niemandem was, sich um die Sorge drumherum anzuspannen. Ne? Wenn du irgendwo rauskommen willst, ist das meistens die Einladung, noch tiefer reinzukommen.
Von daher. Wenn es da irgendwas gibt, wo du rauskommen willst, schau nach, wer sich darüber bewusst ist, über dieses Rauskommen wollen. Und wenn da eine Antwort kommt, dann erforsch die Antwort. Was ist es? Wer ist es? Wie ist es? Wie ist das, was sich darüber bewusst ist? Die nächsten Samstage im Januar sind Online-Satsangs angesetzt um 10:30 Uhr. Jeden Samstag. Da kannst du gerne teilnehmen. Und da erforschen wir. Wie? Wie ist das, was hier im Frieden ist? Wie ist das? Also die nächsten kommenden Satsangs ist es angeboten, jeden Samstag 10:30 Uhr. Ende Februar wird es wieder ein Online-Retreat geben, ein kurzes 3-Tage-Retreat. Aber auch all die Retreats stehen jetzt auf der Webseite, die geplant sind. Vielleicht passt ja irgendwas, wo du gerne mitmachen möchtest. Ansonsten stehe ich auch für Einzeltermine zur Verfügung. Ich habe zwar nicht viele freie Termine, da kann man aber auch die Traumaarbeit machen. Also wenn dich der Ansatz interessiert, dann melde dich einfach bei mir. Ja, vielen Dank, Devasetu, für das Bereitstellen deiner Technik und des Raumes. Und ich wünsche mir, dass du ein paar Beiträge oder Spenden kriegst. Wenn es da diesen Wunsch in euch gibt, auch mir einen Beitrag zukommen zu lassen, dann vielen Dank dafür. Ja, was fällt mir sonst noch ein? Eigentlich jeden Montag 19 Uhr Heilstrom. Eine wunderbare Arbeit. Kann jeder von zu Hause aus machen, sich einfach einklinken. Chat auf. Stefanie, ich danke dir und allen Teilnehmern. Ja, danke auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und vielleicht bis bald. Da ist noch was von Sunshine, Sunshine. Dankeschön.
Namaste. Ja, es könnte durchaus sein, dass so circa in 4, 5 Wochen wieder sowas ist mit über Devaseto, so ein Online-Chat. Schaut einfach immer mal auf meine Webseite oder auf Jetzt.tv oder dann sieht man, was los ist. Ciao.